Hallo zusammen und willkommen zu einem wahrscheinlich für euch recht unbekannten Spiel namens LV426. Und der ein oder andere Science-Fiction-Nerd wird den Namen kennen von diesem Planeten. Und da ich gerade Prometheus gesehen habe, war ich richtig wieder in dem Fieber. Also die ganze Quadrologie nochmal durchgeguckt und so weiter. Und dazu ist dieses Spiel halt recht passend. Es ist auch angelehnt an einen alten Teil. Ich weiß aber nicht mehr, welcher genau das war. Ich glaube, der kam auf dem SNES raus. Das werdet ihr gleich am Spielprinzip sehen. Wir haben die Kontrolle über mehrere Charaktere und müssen die einzeln durch ein Gitternetz aus Korridoren bewegen. Alles in Echtzeit, was recht hektisch werden kann und vor allem auch ein wenig panisch. Aber erwartet trotzdem nicht zu viel von mir, denn ich erschrecke nicht ganz so schnell wie manch anderer. Aber gucken wir mal. Ich hoffe, es wird trotzdem unterhaltsam. Wir starten ein neues Spiel. Nur ein Spieler. Und wir können jetzt hier unsere Charaktere auswählen. Die Gesichter dürftet ihr aus dem Film kennen. Es gibt ja noch ein paar andere Auswahlen. Welchen mag ich denn hier wohl nicht so sehr? Hudson. Den kenne ich gar nicht. Ich glaube, der muss am Anfang gestorben sein. Bishop, ja, Bishop muss mit. Opponent ist okay. Drake, nee. Das ist die Pilotin. Den kenne ich auch nicht. Das war der mit dem niedrigen IQ-Wert. Burke. Ich glaube, den mag keiner. Der sagt mir auch nichts. Okay, nehmen wir Drake mit. Ist eh nicht ganz so wichtig. Also klar, die haben alle unterschiedliche Stats sozusagen. Ich kann hier mal kurz durchgehen. Ganz oben ist die Munition, wie viel sie tragen können. Die Munition geht irgendwann aus. Und das ist ein echtes Problem, wenn die alleine rumlaufen. Deswegen sollte man eigentlich immer am Team agieren. Der Haken am Teamplay ist halt, wenn man alle zusammen bewegen will, dass man immer einen vorschickt, zum nächsten Charakter wechselt, den hinterher zieht, zum nächsten Charakter wechselt, zum nächsten, ja. Und das dauert halt recht lange, das heißt, man kommt nicht so weit. Das heißt, man kann versuchen, theoretisch mit ein, zwei Charakteren vorzulaufen und erstmal zu gucken, wo man hin kann und danach erst den ganzen Trupp nachzuziehen. Aber gut, also Munition, wie gut er schießen kann, wie viel Stamina er hat. Weil man kann auch nicht durchgehend die Charaktere bewegen. Irgendwann sind die außer Puste. Dann bewegen sie sich langsamer. Und die Lebenspunkte. Also wie viele Schläge sie abkönnen. Aber die haben ja alle relativ hoch. Außer Opponent hier. Also, das ist unser Trupp. Okay. Und schon sind wir auf dem Spielfeld. Wir können jetzt mit ASD uns hin und her bewegen. Hier sehen wir diese grau schattierten Felder. Das sind die Punkte, wo unsere Truppenmitglieder sind. Und unten links und unten rechts sieht man auch deren Kameras. Das heißt, man kann jetzt ganz schnell mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 durch die durchschalten, wenn man auf deren Kamera ein Alien sieht. Und dann einfach schießen. Aber wir fangen mal mit Ripley an. Wir gehen jetzt da rein. Ups, nicht schießen. Rechte Maustaste war reingehen. Hier oben sehen wir die Minimap. Hier ist ein blauer Raum. Geht es nur nach Osten weiter. Okay. Gehen wir mal bis zu der Kreuzung. Die Kreuzung wollen wir jetzt halten. Ich gehe auf 2. Und voll Ripley. So, an dem Punkt haben wir gerade gesehen, dass da ein anderes Mitglied ist. So, 3. Achso, bevor wir jetzt wieder zu den nächsten Charakter springen, sollten wir es mit Bishop so hinstellen, dass wir einen Bereich sehen, den man mit Ripley nicht sehen kann. Also Ripley sieht gerade die Tür. Also wenn man jetzt hier oben links guckt, wo mein Cursor gerade nicht hin kann, da sieht man Ripleys Sicht. Da sieht man die Tür noch drauf. Das heißt, wir stellen uns mit Bishop so hin, dass wir die Tür gerade noch sehen können. Das heißt, er deckt dann den Bereich neben Ripley ab. Jetzt nehmen wir Hicks. Der läuft dann so hin, dass er rechts von Ripley steht. So, 4. Kann auch hinterher. Also jetzt am Anfang ist noch nicht so wichtig. Es gibt nur ein, zwei Aliens und die sind auch recht schnell erledigt. Aber nach und nach zieht das Spiel richtig an. So, die stellen wir einfach irgendwo hin. Ich glaube, wir haben jetzt schon alles abgedeckt. Jo, ich sehe überall die grauen Markierungen. Sehr gut. Und es fehlt eh nur noch einer, nämlich er hier. Mit ihm können wir gleich mal vorpreschen. Oh, ich habe gerade was gehört. Was war denn die Musik? Gut, es geht oben lang, es geht in der Mitte lang und unten. Es gibt eine feste Karte, die ist nicht zufällig generiert, soweit ich weiß. Oh, hier ist ein Alien. Kopfschüsse sind übrigens tödlich, sonst brauchen die 2 oder 3 Schüsse. Und wie ihr sehen konntet, war recht schnell vorbei. Man muss aufpassen, dass man nicht über sie rüberläuft, dann kriegt man Schaden. Hier ist auch einer. Und dieser Ton. Je höher der Ton wird, desto näher dran ist der Angriff von dem Alien.
So, hier könnt ihr sehen, ist so ein Alien-Schleim. Und der verdeckt unseren Weg. Wir wissen, im Osten muss eine Tür sein, aber wir sehen keine. Also müssen wir jetzt Munition verschwenden und die Tür suchen. Und die auch noch freischießen. So, ich glaube, das reicht langsam. Also, Nummer 6, Start auf die Tür. Ripley läuft hinterher. Und Start irgendwo anders hin. 2, Bishop, auch schnell hinterher. So weit weg ist er ja nicht. Du guckst hier hin. Hicks. So, das war die erste Welle. Wir haben 2 Warrior umgebracht und jetzt kommt die Welle 2. Das heißt, jetzt kommen mehr Gegner. Und auch schwierigere Gegner, auch wenn es nicht so viele Typen gibt. Du hier hin. Ich finde die Musik übrigens auch sehr spannungsaufbauend. Aber gut, du positionierst dich hier hin. Pawn, unser schwächstes Mitglied, was die Lebenspunkte angeht. Oh, da war ein Ei. Ich glaube, das sollte ich umbringen. Zack. Ich weiß nicht, ob das Munitionsverschwendung ist, aber ich denke mal, es ist keine gute Idee, die Dinger liegen zu lassen. Sonst kommt ja irgendwann Alien raus. So, du hier hin, hast auch fast keine Stamina mehr. Sieht man in diesem Balken da unten rechts. Und, wow. Okay. Hohoho, okay, das kannte ich noch nicht. Und warum bist du vorgelaufen? Ich dachte, du wärst... Okay. Also so viel dazu, dass ich mich nicht so sehr erschrecke. Ich habe auch stimmigerweise vorher das Licht ausgemacht. Sehr passend. Du weiter. Hey, wie viel Munition hast du noch? Du hast noch 37 Schuss. Ja, das reicht. Zack. Hier ist das Licht ausgefallen, zumindest ansatzweise. Das können die Aliens übrigens auch aktiv ausschalten. Es gibt einen Generatorraum und sobald die Aliens da reinkommen, können sie in bestimmten Sektoren das Licht ausschalten. Das kann man wieder herstellen. Oh. Kann man wieder... Autsch, ich bin da durch die Säure gelaufen. Das Licht kann man wieder herstellen, wenn ich es richtig verstanden habe in der Anleitung. Aber dazu muss man wissen, wo der Generatorraum ist. Das da sieht doch ganz schick aus. Oh. Also dieser Raum links neben uns. Also müssen wir nach Süden? Oh. Er ist schon wieder viel zu weit vorne. So, was haben wir hier? Keine besondere Ausrüstung, auch wenn... Schon wieder eins. Oh, Ripley hat einen. Zack. Das habe ich gerade unten auf deren Kamera gesehen. Also ich sehe an den Wänden hier nichts Besonderes. Da wird es wohl auch kein besonderer Raum sein. Und wie komme ich jetzt durch die Tür, ohne Schaden zu kriegen? Warten wir einfach mal. Der Trupp muss ja eh hinterher ziehen. So, Ripley vor. Komm schon, wo ist das Scheißvieh? Ah, haha, ein Facehugger. Sehr schön. Man hat auch immer weniger Zeit, hier abzuschießen. Hier war der Raum ohne Licht. Vasquez. So, das waren jetzt 17 Krieger und 3 Eier oder Facehugger. Ripley. Ripleys Stamina geht langsam runter. Aber das kriegen wir schon hin. Du musst dadurch den töten. Ja, Bishop hat ein Ziel. Sehr gut. Da konnte man gerade richtig gut sehen, dass diese Abdeckung wirklich sehr viel bringt. Man konnte es von Apau nach links wandern sehen. Da tauchte es bei Vasquez rechts auf. Ist dann weiter nach links gelaufen und taucht auf dem Bildschirm von Bishop auf. Und es werden langsam extrem viele. Auch wenn es nicht sehr realistisch ist, dass wir so einfach die ganzen Aliens umbringen können. Aber na gut. Hallo? Oh, das war gerade ein Bonus. Wie hieß das kleine Mädchen noch? Newt, glaube ich. Genau, die haben wir gerade gefunden. Also hier müsste irgendwo Drake sein, genau. Stellen wir uns mal links daneben. Ripley hat fast keine Ausdauer mehr. Und wir schnappen uns Bishop. Bishop hinterher. So.
Was bist du? Du bist ein Alien. Oh, 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 oh. Hatten wir jetzt gerade auf mehreren Bildschirmen was? Aber noch ist es machbar. Hier war Licht aus, du kommst weiter. Ich hoffe einfach mal, je mehr wir umbringen, desto weniger kommen später. Und hier sind Waffen an der Wand. Kann man hier irgendwie aufladen? Nein. Das ist Drake. Also es soll auch einen Munitionsraum geben. Aber keine Ahnung, wo der ist. Du dahin. Oh. Oh. Das war sehr knapp, Bishop. Ja. Oh, da bin ich die Säure gelaufen. Ich bin hier um, da rein. Dann haben wir einen halben Trupp schon mal hier. Ich hätte die jetzt echt gerne dichter beisammen. Da die Aliens doch wesentlich häufiger jetzt kommen und auch auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig. Hicks, 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 wo bist du? Da bist du. Ülalü. Also geschafft habe ich es noch nicht. Ich habe das vor ein paar, ich glaube, Monaten mal gespielt, ein paar Mal. Aber so wirklich weit gekommen bin ich nicht. Gucken wir mal. Also bisher würde ich sagen, das ist relativ gut. Und ich kann da nicht wieder durch wegen der doofen Säure. Okay, schicken wir dich mal vor. Du läufst jetzt bis zu Hicks. Machst da einen Zwischenstopp. Oh oh, nächste Welle. 41 Warrior gekillt und 6 Eier oder Facehugger. So, da steht Hicks. Das heißt, jetzt kann Apone nach... Oh. Wo bist du, wo bist du? Da bist du. Also Apone nachziehen. Oh oh. Ripley hat ein... Autsch. Da. Da hat gerade jemand Schaden genommen. Hicks. Hicks hat nur noch 3 Herzen. Steht immer noch auf der Säure. Apone ist jetzt auch bei denen in dem Raum. Fehlt noch Drake. Drake ist ganz hinten. Ripley hat ein Ping. Komm schon. Wenn es da so hektisch wird, verbringt man auch viel mehr Munition. So, du bitte da rein. Jetzt müssten wir fast alle hier sein. Die Leute in Blau müssen noch nachziehen, ne? Jo. Oh. Das sind die hier. So, du musst weiter nach Osten. Den da umbringen. Dadurch. Schnell dadurch. Mal gucken, ob wir noch eine Königin zu Sicht bekommen. Habe ich bisher noch nicht. Das wird bestimmt recht übel werden. Oh, Vasquez. Du machst da runter. Munition ist immer noch okay. Du musst dadurch fast in jedem Raum liegen. Ja. Komm, 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 komm. Und zu Ripley. So, fehlen nur noch die beiden hier. Schön schnell hier durch, bevor irgendwas respawnt. Oh, Hicks hat ein Ziel. Was ist auch ein Ziel? Apone hat auch ein Ziel. Ja. Oh, noch was? Du. Das geht zu schnell, das geht zu schnell. So, was geht schnell da rein, bevor wieder was kommt? Du bist jetzt auch hier oben drin und wir haben schon eine komplette Abdeckung von dem Raum. Sehr schön. Fehlt nur noch der hier. Zack, zack. Und dann müssen wir gleich wieder jemanden vorschicken, der nach diesen besonderen Räumen sucht. Also Generatorraum, Medbay müsste es noch geben, wo man sich heilen kann und eine Waffenkammer für Munition. Yeah.
Okay. Nächste Welle. Und der Pawn hat keine Stamina mehr. Deswegen bewegt er sich extrem langsamer. Ja. Kann man nicht mehr ordentlich bewegen. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ja, Apollon ist tot. Mist. Wo? Licht ist aus. Und auch in dem Raum, wo wir gerade sind, das ist... Mist. Das war der nächste. Der ist nämlich schon mal rausgegangen, um zu gucken. Aber wir müssen jetzt hier weg. Wir müssen in einen Raum, wo... Ach, da ist so ein Mistding. Wir müssen in einen Raum, wo noch Licht ist. Hier ist nirgendwo Licht. Komm, 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 wo ist... Bist du scheiß wieder? Hier ist nirgendwo... Oh, hier ist der Munitionsraum. Ganz im Süden. Okay, du stirbst jetzt. Ihr kommt alle bitte runter. Lauft jetzt auch durch, tötet nicht unbedingt alle Aliens, das ist mir vollkommen Wurst. Ihr müsst jetzt alle einfach da ganz schnell runter, damit ihr überleben könnt. Auch wenn ihr unten kein... Komm schon, komm schon. Da. Schon sind wir nur noch 4 Leute. Sind wir alle im selben Raum? Nein. Hicks ist noch oben. Du läufst bitte da runter. Ich weiß auch nicht wirklich, was wir da unten in der Waffenkammer sollen. Aber wenigstens haben da schon mal alle wieder volle Munition. So. Na, wo bist du? Da bist du. Jetzt bringen mir auch die Kameras von den anderen Charakteren fast gar nichts, weil hier alles stockdunster ist. Also, Vasquez läuft jetzt vor, sucht einen hellen Raum, wo wir uns einbunkern können. Da. Was war hier links? Nichts Besonderes. Also, wir wissen jetzt schon mal, wo die Waffenkammer ist. Da könnten wir uns hin zurückziehen, wenn wir denn wollen. Wir hatten sie. Und die Munition wird immer gleich automatisch aufgeladen. Sehr schön. Vasquez. Vasquez muss weiter nach Osten. Und die Tür wurde zugeschleimt. Da müssen wir durch. Komm schon, komm schon, komm schon. Und in die Säure getappt. Nicht gut. Nein. Nein, 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 nein. Da bist du. Vasquez. Ah, und eine neue Welle. Nein, 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 nein. Komm. Vasquez ist tot. Nur noch Ripley und Bishop leben. Und Ripley hat nur noch einen Lebenspunkt. Wo war das? So. Nicht in die Säure tappen. Wir schicken jetzt Bishop vor. Wir wollen immer noch einen Raum finden, wo wir Licht haben. Ah, da können wir jetzt nicht... Nein, dieser falsche Raum. Wir müssen nach Norden, da lang. Ah, beide haben Gegner. Bishops haben wir. Ripley ist tot. Gut, Bishop. Musst du wenigstens auf niemanden mehr aufpassen, ne? Jetzt flitzen wir einfach so schnell es... Wo ist die Südtür? Da ist die Südtür. Wir flitzen einfach so schnell es geht weiter. In der Hoffnung, dass wir... Oh, irgendwo einen Raum finden, wo wir uns heilen können. Beziehungsweise reparieren können. Und ich sollte sie nicht genau vor der Tür abschließen, wo ich lang will. Geh mal kurz raus und wieder rein. Fährst dann die Säure weg. Komm, 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 komm. Säure ist immer noch da und er hat nur 2 Lebenspunkte. Na gut, warten wir ganz kurz. Seine Ausdauer regeneriert sich ja eh, wenn wir uns nicht bewegen und auch die Kamera nicht drehen. Und sogar den Mauscursor nicht bewegen. Sobald wir den Mauscursor bewegen, geht seine Stamina runter. So, das geht nicht weg. Das heißt, wir müssen da jetzt durch, kriegen einen Schadenspunkt, haben nur noch einen Lebenspunkt. Das ist gar nicht gut. Oh, Kontakt. Also, hilft nichts, durch da. Oh,
bist du? Wo bist du? Da. Hier muss doch irgendwo Licht sein. Das kann echt nicht angehen. Da ist die Südtür. Noch eine Südtür. Einfach weiterlaufen. Ignoriere die Aliens. Oh, da war was. So, die Tür ist wieder zugeschleimt. Wo ist ein Ansatz von einer Tür? Da. Ich will doch nur ein wenig Licht haben. Ah. Und letzte Welle. Bishop ist tot. Mission fehlgeschlagen. Alle Crewmitglieder sind tot. Ja, aber wir haben länger überlebt, als ich gedacht hätte. Und ich hoffe, das war für euch ein kleiner Einblick. Wesentlich mehr ist das Spiel, soweit ich weiß, auch nicht. Das heißt, es ist nicht besonders viel Content, aber so zwischendurch, gerade mal so abends im Dunkeln, ist es schon recht unterhaltsam. Vor allem kann man das halt auch zu zweit spielen in einem PC, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das wäre dann bestimmt auch eine coole Idee, das mit einem Kumpel zu spielen. Gucken wir mal, kommt noch was? Nö. Jo. Das war meine kleine Spielevorstellung zu LV426. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.